eigentlich Zwiebelsuppe? Hallo Uwe. Uli. Gute Uwe. Du siehst entspannt aus. Ja, danke. Ich habe auch wieder angefangen mit meiner Laufbahn von früher als Personal Trainer. Ich habe jetzt einen Kunden, den ich fit mache für den New York Marathon. Und das hat natürlich auf mich auch Auswirkungen, ist ganz klar. Das ist ja wirklich wahnsinnig. Weniger Alkohol, dafür stärker prozentig. Ja. Und das ist eigentlich eine gute Kur für mich. Wo warst du denn in Urlaub? Du siehst auch so, du strahlst so. Hier, das Leben, das zeichnet einen einfach. Es ist einfach nur eine geile Sache. Diesmal, ja, also du hast es ja schon angesprochen, ich wollte unbedingt mal Fallschirm springen. Ja, weiß ich. Wir haben einen Tandemflug gemacht. Mhm. Ja, also das ist, wir sind besoffen aus der Sauna raus und sind zu zweit einfach den Hang runtergerollt. Ja, war wie ein Tandemflug. Ja, aber das nächste Mal wünsche ich mir einfach Klamotten dabei. Und Uwe, heute bringst du mir mal was bei, worauf ich seit 2 Monaten habe ich durchgängig Hunger auf eine richtig gute Zwiebelsuppe. Und ich krieche nirgendwo eine. Hier. So, jetzt kommst machen du. Machen eine. Na dann. Machen wir Zwiebelsuppe. Los geht's. Schön französisch Zwiebeln haben wir ja, riecht doch gut. Ja, mein Problem ist, für die Kamera, ich ruhig trockener Hals. Gibt's was zu trinken heute? Ach stimmt, ich habe ja was von der Bar bekommen. Warte mal hier. So, und zwar ist das kein Old Fashioned, sondern zur Zwiebelsuppe ein French Fashioned. Das ist also kein Whisky, sondern Cognac mit Bitterorange und was war es noch? Eiswürfel. Nee, das ist nicht Cognac mit Eiswürfel. Eiswürfel. Ist auch kein Hütchen. Da ist noch ein anderer Alkohol. Ah ja, Sherry ist drin. Sherry? Ja, so, das ist morgens zum Wachmachen, wenn wir hier drehen. Hat der Jan sich gedacht, wo machst du denn die Orange da raus? Willst du die nochmal verwenden? Können wir die mal verkaufen? Die wird schon, als könnten wir da noch was draus machen. Ah, okay. Zum Wohl erst. Also, Prost, Uwe. Endlich haben wir nicht gespart mit dem Alkohol. Siehste. Perfekt. Ich habe deine Beschwerde auch an die Bar weitergeleitet. Jetzt läuft's. Ja, die sind ja auch kleiner wie ich. Ich habe schon mal vorbereitet, ist ja eine französische Zwiebelsuppe. Was heißt denn Zwiebelsuppe auf Hessisch? Zwiebelsuppe. Zwiebelsuppe. Okay, Zwiebelsuppe. Das kann aber ich auch. Aber wir nehmen natürlich hier. Ist ja klar, französische Zwiebelsuppe. Warum ist es eine französische Zwiebelsuppe mit Zwiebeln aus Weil dem nur Taunus? Die Franzosen so. Nein. Olivenöl. Hier, französisches Olivenöl. Man hört, da geht schon direkt die Post ab. Ja, ich habe den Topf ein bisschen vorbereitet. Das ist kein französisches Olivenöl, oder? Premium Quality, The aus Generation Lesvos klingt. Sicher. Mit dem Chef macht mir keinen Spaß. Also, ich finde es trotzdem, es ist ein gutes Kochöl. Jetzt! Gutes Kochen! Der macht mich fertig. Ich glaube, jetzt hast du Jordan schön beleidigt. So, und das wird jetzt angebraten. Das müssen wir schön anbraten, auch mit Farbe. Oh, dann riecht es noch besser. Aber es gab schon die ersten Beschwerden. Was? Unsere Zuschauer haben schon Tränen in den Augen wegen den frischen Zwiebeln. Mhm. Da können wir froh sein, dass es dann keine Zypernzwiebeln sind. Ja? Was sind denn Zypernzwiebeln? Die großen Zwiebeln, die man sonst hier so auf dem Markt kriegt, sind ja immer dann Überland, Zypern oder so. Na, die sind aus dem Taunus, hoffe ich doch. Das hier sind wunderbare... Oder hast du aus Frankreich geholt? Nein, das sind Taunuszwiebeln. Taunuszwiebeln, sehr gut. Und das machst du schon ganz gut. Aber? Kein Aber. Wir rösten das schon mal an, dass wir ein bisschen Farbe kriegen. So. Was wir natürlich dazu brauchen, sind unsere Käsecroutons. Mhm, unbedingt. Ja? Und da wir ja in Frankreich Urlaub gemacht haben, habe ich schon mal... Oh, das war schön. Also die habe ich mal ganz leicht angeröstet. Es ist ein ganz normales, handelsübliches Knoblauch... Toastbrot. Toastbrot. Mhm. Was ich aber mitgebracht habe, ist ein... Käse. Croton de Chavignol. Das ist also Ziegenkäse. Perfekt schimmelt ein bisschen, gereift. Aber das soll wohl so sein. Das muss so sein. Ich hätte jetzt gesagt, für die Weicheier kann man auch einen Parmesan nehmen oder einen Bergkäse oder... Also Weicheier stelle ich es weg, ja, bevor ich hier... Werden wir müssen. Werden wir müssen. Weil wir ja bekannt sind als die Gourmetless, ja, habe ich den Ziegenkäse besorgt. Ja. Das heißt, wir haben das jetzt getoastet, halbieren unsere Käse, legen die drauf. Ja, mach doch, sag doch nicht nur. Ach so. Das hast du ein Messer hier in der Küche? Wir haben ja alles. So. Das ist... Mega. Jetzt kann ich gleich zeigen, der ist von außen, hat eine unglaublich weiche Schicht und von innen ist es ein relativ fester Ziegenkäse. Den legen wir oben drauf. Mit dem Weißen nach oben. Mit dem Weißen nach oben. Mhm. Und werden das dann gratinieren, weil das macht ja die französische Zwiebelsuppe aus, dass wir dann einen schönen Käsecroton oben drauf setzen. Ich dachte, man hat so eine Käsehaube drüber. Du weißt, ich habe 2 Monate davon geträumt. Aber nicht, es ist dass ich keine jetzt komplette enttäuscht Haube. Werde. Es ist keine komplette Haube. Es ist tatsächlich nur dieser Crouton, der sich dann von unten ein bisschen mit der Zwiebelsuppe vollsaugt.
und mit dem Käse gratiniert wird. Haben wir auch so typisches Geschirr dafür, wo man das dann reintut, so ein Zwiebeltopf? Nee? Nein. Nein, okay, gut. Das beantwortet meine Frage. Nein. Sehr gut. So, wir kriegen langsam die Farbe, die wir wollen. Ich hole nochmal den Weicheierkäse. Falls irgendeinem nachher der Crouton nicht schmeckt mit dem Ziegenkäse, machen wir noch einen mit Parmesan. So, wir haben unsere Zwiebeln langsam auf einer goldgelbenen Farbe. Und dann fangen wir an. Kümmel. Wir sind Kümmelfans. Absolut. Wir sind ja Mr. und Mrs. Handkäse. Ja. Das heißt, wir lieben auch den Kümmel. So, jetzt riecht man schon. Geil, der ja. Kümmel kommt raus. Mhm. Jetzt fangen wir an. Salzen auch schon ein bisschen. Das und machen pass wir auf. Ah, natürlich. Das fällt mir schwer, aber ich pass auf. Wir können erst jetzt salzen, weil vorher hätte es uns viel zu viel Wasser gezogen aus den Zwiebeln. Mhm. Also erst später salzen. Genau. Dann habe ich ja vorbereitet unsere Charltec Pfeffermühle. Allzweckwaffe. Ja. Hast du nicht das gesehen? Das ist für dich. Und ich fange jetzt schon mal an. Boah. Ich fange jetzt schon mal an. Wir haben jetzt natürlich einen Riwaner von Kimmich. Damit löschen wir schon mal ab. Die Franzosen ohne Wein. Soll ich immer noch? Richtiges Ton. Nein? Doch. Alles weiter. Alles weiter. Boah, hier dampft endlich mal richtig. Ich musste die Brille ausziehen. So hat es da. Aber das Gute ist ja, wenn man das so wie wir zwei, ja, wir können ja alles tragen. Nein. Nein. Wir zwei können ja alles tragen, wir sehen ja mit allem gut aus. Das auf heißt jeden auch Fall. Ohne. Wie gefällt dir die Farbe von meinem Poloshirt? Ich hätte lieber ein Lammcurry gekocht, tatsächlich. Aber ich denke, mit der Zwiebelsuppe kommen wir auch schon nach vorne. Reicht jetzt. Jetzt reicht's. So, dann haben wir hier, wir setzen ja jeden Tag bei uns Grundfonds an. Das heißt Geflügel, Kalb, natürlich kein Fisch. Das heißt, jetzt ist aus mit vegetarisch, ne? Jetzt ist aus mit vegetarisch. Wir könnten auch eine Gemüsebrühe draufschütten. Ja, komm, vergiss es. Ich habe mich für eine Kalbsbrühe entschieden, was man auch an der Farbe ein bisschen sieht. Sie ist ein bisschen kräftiger. Mhm. Gießen das Ganze an. Was mit dem hier? Das sind frische Kräuter, die brauchen nicht von Anfang an mit drin sein. Mhm. Das heißt, wir fangen jetzt an und kochen die Zwiebeln ein bisschen glasig, nachdem wir sie schön angebraten haben. Kocht er aber nicht, Uwe. Ich habe ja auch kalte Brühe drauf geschüttet. So, ja. Ja, das war jetzt ein Fehler besser, von mir. Besser vorbereitet. Das war jetzt ein Fehler von mir, aber da bleibt mir immer wieder die Zeit zu sagen, schön, dass ihr zuschaut. Ja, und Prost ich muss sagen, zum Frühstück. Das ist echt ein gutes Frühstücksgetränk. Fast noch besser als dieser. Ich bin besser, lieber wie French Toast. Mhm. Hier so ein French. Ist auch schon alle leider. So. Du hast aber auch eine ganz schöne Dosch, gell? Mhm. Dafür werde ich bezahlt hier, sag mal. Da ist ja auch schon wieder Wein drin. Hast du genug reingetan? Ja, aber leider verkochte. Und? Versalzen? In erster Linie nein. Muss mehr Kümmel rein, habe ich mir gedacht. Noch ein bisschen Kümmel rein. Und was ich halt wirklich mag, ist noch ein ganz, ganz kleines bisschen Essig. Und du weißt, Apfelessig. Apfelessig aus dem Taunus, genau. Ja. Einfach noch ein bisschen Essig dran. Weil ich glaube, das ist auch so gut für die Verdauung von so einer Zwiebelsuppe, wenn man ein bisschen Essig dafür da drin ja hat. Dafür haben wir ja den Kümmel drin. Dafür haben wir den Kümmel drin. Ah, okay. So, und jetzt muss das Ganze einfach, ich sage jetzt mal eine knappe halbe Stunde, ein bisschen einkochen. Mhm. Ja. Was machen wir so lange? Trinken. Gut, gute Idee. Gut, sei denn, du willst über Geschäfte sprechen. Aber nee, lass uns trinken. Nee, heute nicht mehr. Lass uns den Tag schön trinken. Ich mache jetzt schon mal ein bisschen was von dem Thymian mit rein. Wir haben nur Thymian. Mhm. So. Ich probiere noch mal ganz kurz. Ich probiere das jetzt auch. Aber es ist wahrscheinlich kochend heiß und nur du kannst das probieren, ne? Kleinen Schuss Essig und wir sind schon auf einem verdammt guten Weg. Mhm. Kurzer Abstecher an die Bar. Ja, machen wir. Sehr gut. Brauchst du noch Salz? Nee, auf keinen Fall. Vom Pfeffer finde ich es perfekt. Du hast ja zweimal das habe ich auch gemacht. Ja, das ist du hattest kurze Bedenken, aber vom Pfeffer ist es okay. Knappe halbe Stunde ein bisschen einkochen, dass die Zwiebeln schön glasig sind. Dann zeige ich, wie es dir geht oder wie wir es anrichten. Schönen Teller, den Crouton oben drauf und dann. Dann essen wir das. Super, prima. Bis gleich. Tschüss, Uwe, bis gleich. Tschö.
es war jetzt eine harte Nummer an der Bar. Ne? Also das kannst du mit mir nicht jeden Vormittag machen, während wir auf so eine Zwiebelsuppe warten. Aber die Zwiebelsuppe ist jetzt perfekt. Ich freue mich so drauf. Ich denke einfach, man sagt ja immer, der Wein, der im Essen ist, der muss auch in den Koch. Aha. Und wir trinken jetzt einfach den Rivana vom Kimmich noch dazu. Mhm. Schön aussehen tut er. Schön aussehen tut er, dann richten wir mal an. Sehr gut. Das heißt, was wir brauchen, ist natürlich erstmal eine ordentliche Portion Zwiebeln. Mhm. Dann gießen wir ein bisschen was von dem. Oh, von der, guck mal, was die für eine schöne riecht, Farbe das hat. Das riecht so super. Ja, das ist echt toll. Dann haben wir ja vorbereitet. Teller ist auch schön. Unsere Croutons. Und guck mal, genau wenn er so ausläuft, ja, dann sind wir da, wo wir hinwollen. Das ist Endstufe. Wir nehmen genau diese zwei, kaschieren ein bisschen unsere Tropfen. Ja. Dann das Erdige von der Zwiebel mit der Frische von der Petersilie. Das ist so ein bisschen. Wolltest du da in die Mitte treffen oder ist das? Nein, das ist so ein bisschen oldschool-mäßig. Jetzt kommt das Blümchen. Und jetzt machen wir natürlich, wie gefordert, auch noch ein Blümchen dran. Aus deinem Garten. Und dann bleibt mir nur, einfach mal zu probieren. Mhm. Ich habe jetzt natürlich wieder schlecht vorbereitet, weder Messer noch Gabel für die Croutons, aber die kann man auch mit der Hand mal preisen. Aber immer dran denken, bei einer Zwiebelsuppe, der Crouton ist einfach extrem heiß mit dem Käse. Mhm. Deshalb falle ich jetzt auch nicht drauf rein, sondern wir trinken einen Schluck Wein. Ein Schluck Wein, der muss sein. Uwe, das ist ein Genuss. Ich freue mich. Schön frisch, ne? Sehr gut. Perfekt. Und so kann doch wiederum ein Mittag gar nicht schöner sein. Genau. Schönes Glas Weißwein. Dann machen wir jetzt Mittagsgeschäft. Ich weiß jetzt, wie es geht. Zwiebelsuppe. Perfekt. Fangen wir an. Tschüss, Uwe. Uli, ich wünsche dir was. Merci. Tschüss da draußen an den Empfangsgeräten. Ciao. Ciao.